Hey, mein Junge. Hey. Geht es dir gut? Eigentlich schon, aber... Vater, darf ich dir mal eine Frage stellen? Natürlich. Wie ist das eigentlich, wenn man sein Bewusstsein verliert? Na, nicht besonders gut. Es ist so, als würde man dir einfach eine gewisse Zeitspanne stehlen. Warum fragst du? Ich habe das Gefühl, dass es mir soeben genauso erging, weißt du? Bist du gebissen worden? Nein, Vater. Aber diese Formen haben eine gewisse Wirkung auf mich. Sieh sie dir doch nur an, wie groß sie sind. Hör zu, du bleibst in Zukunft in meiner oder Askas Nähe, ist das klar? Du bist noch nicht so weit, dass du einfach alleine hier draußen herumlaufen kannst. Aber ich war nicht alleine. Großvater war doch bei mir. Wie bitte? Was hast du gesagt? Ja, Vadek hat schon gesagt, dass du so reagieren würdest. Darum ist er auch schnell wieder gegangen, bevor er dir über den Weg läuft. Vadek ist der Vater von Jax, hat ihn großgezogen, ist auch ein Alp-Commander. Und die beiden haben eine Vergangenheit miteinander. Klar, wenn er ihn großgezogen hat, aber eine unsympathische Vergangenheit. Also Vadek hat ihn wohl verraten, beziehungsweise mit ihm Schindluder getrieben. Genau. Du hast mit einem Mann gesprochen? Ja, und er sagte mir, dass er dein Vater Vadek ist. Was hat er sonst noch gesagt? Dies und das. Er hat mir geholfen, bis fast zum Former zu gelangen. Ich weiß nicht, warum du ihn nicht magst. Er ist doch ganz nett. Von wem hast du das? Mutter hat mir erzählt, ihr hättet euch gestritten. Vertraue keinen fremden Männern. Sie könnten dich anlügen. Halte dich an deine Eltern oder Aska. Und nimm keine Schokolade. Aber na schön, Vater. Was wolltest du da draußen überhaupt? Ich wollte das Land der Fremden sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit ihnen nicht vernünftig sprechen kann. Das ist sehr leichtsinnig von dir. Du bist noch ein Kind. Sie würden dich töten, wenn sie dich finden. Ich glaube, dass auch der kleinste Funke ein Feuer entfachen kann, Vater. Das hast du früher einmal selbst gesagt. Ich will nicht, dass die Fremden gegen uns kämpfen. Im Moment lassen sie uns keine andere Wahl. Ich hatte gehofft, dass ich in dem Former etwas finde, was uns helfen könnte, den Kampf zu beenden. Hat dich dieser Mann dazu überredet? Nein, er hat mir nur geholfen. Was soll ich bloß mit dir machen? Deine Mutter hat sich große Sorgen gemacht. Jetzt hör aber mal auf. Ich bin doch kein dummes, naives Kind, das glaubt, mit Alufolie auf dem Kopf die bösen Gedankenangriffe der Fremden abzuwehren. Ich sage, in den Formern ist etwas. So wie ein Geist oder so, nur viel mächtiger. Ich kann es spüren. Es kann uns helfen, Vater. Wir müssen nur seiner Stimme zuhören und es verstehen lernen. Dex, wer weiß. Vielleicht hast du sogar recht, aber es ist einfach zu gefährlich. Ja, ich weiß. Aber ich habe jetzt einen Former gesehen. Und ich weiß jetzt, dass wir eines Tages in einen von ihnen gehen werden. Wir werden dort finden, was ich meine. Und es wird dir helfen, den Krieg gegen die Fremden zu entscheiden. Wart's nur ab. Okay, schon gut. Wir müssen aber jetzt erst einmal hier weg. Ich bringe dich zurück in die Bastion. Ist gut, Vater. Spoiler-Alarm. Schön. Machen wir weiter. So, ich hoffe, dass wir jetzt versuchen können, mit Dr. Dawkins zu sprechen. Hoppala. Was ist geschehen? Ist deinem Sohn was passiert? Nein, er ist wohl auf, aber er hat versucht, in den Former in Tabar zu kommen. Wirklich? Wie kommt ein so kleiner Wicht so weit in den Westen?
Er muss Hilfe von einem Erwachsenen gehabt haben. Dex behauptet, er hätte meinen Vater gesehen. War Dex? Dieser ehemalige Halbkommander? Er ist wieder da? Ich weiß es nicht. Ein Mann seines Formates könnte unsere Sache ein großes Stück voranbringen. Ich sag's ja nur. Wie steht es jetzt um deine Infektionsforschung? Gut, dass du fragst. Ich habe nun genug Wissen über das dunkle Elex gesammelt, um zu wissen, dass so etwas wie eine Heilung nicht existiert. Was? Eine einmal einsetzende Wandlung lässt sich nur noch verzögern. Ganz los wirst du das nicht mehr. Dann war alles umsonst? Warte. Dass du die dunklen Elex-Erreger in dir trägst, heißt nicht, dass du auch zwangsläufig eine Skyaniden-Kreatur werden musst. Es ist nicht nur eine Frage der Willensstärke, wann die Wandlung einsetzt. Es kann sie vermutlich sogar gänzlich zum Stillstand bringen. Ach ja? Dann ist ja alles in Butter. Doch. Und das sage ich dir gleich. Es wird nicht jedem gelingen, die Wandlung aufzuhalten. Wie überraschend. Nur die geistig stärksten Menschen können diese Resistenz erlernen. Du wirst also sofort mit deinem Geisttraining beginnen, damit du auch noch eine Chance hast, dich gegen die Wandlung zu wehren. Deine Infektion ist schließlich schon eine ziemlich lange Zeit aktiv. Man kann die Menschen vor einer derartigen Seuche niemals sicher schützen. So wie es im Moment aussieht, jedenfalls nicht. Komm schon, das ist doch nicht alles. Was soll ich sagen? Besser ist es, wenn sich nicht noch jemand von uns infiziert, bis wir vielleicht... Na was? Mehr kann ich dir im Moment nicht sagen. Die Skynes sind hochentwickelt. Ich kann Jahrzehnte der Forschung nicht von heute auf morgen. Wie auch immer, wir müssen sie aufhalten, sonst haben wir bald alle einen lila Teint. Also konzentrieren wir uns erst einmal wieder auf den Kampf gegen den Feind. Ich werde natürlich weiter nach neuen Erkenntnissen forschen. Ja, Detroit kenne ich. War auch ein ziemlich geiles Game. Hat echt viel Spaß gemacht. Ist aber, glaube ich, schon ein bisschen älter. Ne? Also ist bestimmt jetzt schon 2, 3, 4 Jahre alt. Aber war ziemlich genial. Hat echt viel Spaß gemacht. Und die Grafik fand ich sehr gut bei Detroit. Das hat mir echt gefallen. Auf deine ganz spezielle Art und Weise scheinst du die Skynes trotz allem zu bewundern. Ich bin Wissenschaftler. Die Skynes sind uns um viele Menschenleben Forschung und empirische Feldstudien voraus. Sie haben einfach für viele Probleme schon längst Lösungen erarbeitet, an denen wir uns hier auf Magalan noch lange die Zähne ausbeißen werden. Wie sieht dieses spezielle Geisttraining für mich aus? Ich habe deiner kleinen Drohne schon die nötigen Trainingsprotokolle eingespeist. Du musst bei ihr in regelmäßigen Abständen vorstellig werden und dein Training absolvieren. So. Und was ist, wenn nicht? Lass nur, ich kann es mir schon denken. Gut, dass das geklärt ist. Okay. Okay. Das heißt, wir können jetzt unsere Infektion zumindest eindämmen. Nicht unbedingt heilen, aber zumindest eindämmen. Das heißt, wir sollten jetzt mal Crony suchen. Wo ist er gerade? Kaya. Hier, rechts von uns. Irgendwo in der Richtung. Da schwirrt er rum. Dawkins hat dir ein spezielles Programm eingespeist, das meinen Geist trainieren soll? Positiv. Eine Trainingseinheit deiner geistigen Stabilität wird umgehend empfohlen. Lass uns mit meinem speziellen Geisttraining beginnen. Ja, Commander. Starte Trainingsprotokoll.
Ja, also klar, okay, ich meine, Detroit, wenn ich mich recht erinnere, war kein Open-World-Game. Positiv. Allerdings wird eine Wiederholung dieses Protokolls bei Bedarf empfohlen. In Ordnung. Wir werden ja sehen, wie lange es hält. Stand by. Alles klar. So, ich würde gerne eine Gefälligkeit bei dir einlösen. Das heißt? Ich will, dass du mich auf meiner nächsten Mission begleitest. Wie sieht diese genau aus? Einige Kleriker sind in Caracas auf Erkundungstour. Ich will wissen, wie sie ticken und wie sie über uns Alps denken. Ich will ihre strategischen Pläne studieren und mir ein Bild davon machen, inwieweit ihr Gedankengut uns Alps gefährlich werden könnte. Verstehe. Weißt du denn, wo diese Kleriker gerade sind? Ja, aber nicht für wie lange. Wenn wir sie erwischen wollen, dann müssen wir uns beeilen. Detroit war ja ein levelbasiertes Game, wenn ich mich recht erinnere. Das heißt, sehr eingeschränkt. Elex ist ja komplett Open World. Das heißt, du kannst überall hinlaufen, alles machen, zu jeder Zeit. Sind zwei unterschiedliche Arten von Games. Ich überlege gerade, was jetzt am sinnvollsten ist. Die Nyria hat uns jetzt gerade auch wieder eine Sidequest gegeben. Es gibt unglaublich viele Questen, die jetzt nebenbei noch liegen, die wir noch machen müssen. Wir müssen uns in jedem Fall um die Skyaniden kümmern, die Victor uns als Quest aufgegeben hat. Nyria hat eine Quest für uns. Kaya hatte eine Quest für uns. Kroni hatte eine Quest noch für uns, die wir jetzt jeweils noch machen müssen. Das sind alles die Sidequests von den einzelnen Gefährten. Ja. Genau. Ich denke, ich mache jetzt nochmal eine ganz kurze Peppi-Pause. Ich will heute in jedem Fall auch keine 8-Stunden-Stream machen. Das war letzten Samstag ganz schön heftig. Ich bin dann ja irgendwann erst durch die Zeitumstellung morgens um 4 oder so, 4:30 ins Bett gekommen. Hat dann echt reingehauen am nächsten Tag, so dass ich heute Maximum bis um 1 oder so machen werde, schätze ich mal. Dann sind wir so bei circa 6 Stunden. Sollte ausreichen. Vielleicht auch nur bis um 12. Mal gucken. Genau, wir machen jetzt eine kurze Pipi-Pause und dann denke ich, werden wir uns die Kleriker angucken, wie die Nyria oder Nyra oder wie auch immer sie jetzt heißt. Ich muss mir den Namen nochmal angucken. Wie die Nyra uns vorgeschlagen hat. Die Quest machen wir jetzt in jedem Fall dann noch. Und dann lasst uns schauen, wie die Zeit steht. Ob wir dann noch irgendwas in Angriff nehmen werden oder nicht. Genau, von daher nochmal ganz kurz. Kurzes Päuschen und bis gleich. Und ich werde mal versuchen, in der Zeit auch rauszufinden, wie die Zeitschiene ist. Joey, du hattest ja angefragt. Das werde ich in jedem Fall mal versuchen rauszufinden. Dann bis gleich. So, und da bin ich wieder. Zur Frage des zeitlichen Horizonts, Joey. Ich habe jetzt gerade einfach mal kurz nachgeforscht. Zeitlicher Ablauf ist der, dass 160 Jahre bevor Elex, also der erste Teil, gestartet ist, der Meteorit auf die Erde geknallt ist. Aufgrund der sagen wir mal, technischen Fertigkeiten, die in Elex dann da waren, also es konnten unter anderem Mechs, es waren Raumschiffe, die benutzt werden konnten, um an andere in andere Sternsysteme zu reisen, würde ich jetzt mal einfach grob schätzen, so 50 bis 100 Jahre unserer Zeit obendrauf, das heißt roundabout 260 Jahre in der Zukunft. Pi mal Daumen. Also, einfach nur jetzt mal grobe Schätzung. Das heißt, es müsste dann 2280 oder so gewesen sein. Eventuell. Also, nur als grobe Ausrichtung. Vielleicht auch 2300 oder so. Irgendwas in dem Dreh. Dürfte es dann sein.
So, dann schauen wir uns die Kleriker mal an. Okay, schauen wir uns deine Kleriker mal genauer an. Gut, also los geht's. Normalerweise kampieren sie in der Gegend vor uns. Wenn wir unauffällig bleiben, erbeuten wir ihre Pläne, die sie sicherlich irgendwo bei sich haben, ohne dass sie es merken. Doch das ist nicht die oberste Direktive in dieser Sache. Warum gerade die Kleriker? Glaubst du wirklich, sie könnten euch Alps gefährlich werden? Das Elex hat uns emotionslos gemacht. Bei unseren Brüdern und Schwestern, den Klerikern, ist das anders. Sie konsumieren kein Elex. Das kann ein großer Vorteil sein, wenn du mich fragst. Sehr gern. Hm. Na gut. Nyra, da haben wir den Namen. Nyra, nicht Nyria. Ich bin hinter dir. So. Wir sollen hier also scheinbar auch wieder schleichen. Du nennst sie Brüder und Schwestern. Probieren wir es doch einfach mal. Wir haben unseren Ursprung bei den Klerikern. Ich weiß, das wollen viele von uns nicht wahrhaben, doch es ist nun einmal die Wahrheit. Okay, ich sehe in jedem Fall ein Schwert dort rumliegen. Ja, setzen wir uns erstmal hin. So, ich will eigentlich versuchen, jetzt mal hier durchzuschleichen. Dort unten scheint dieser Zettel zu sein, den wir einsammeln sollen. Kommen wir hier über die Rückseite? Ja, da ist eine Tür. Da kommen wir rein. Passt. Dann schleichen wir doch mal. Lauf gefälligst gerade. Lauf gefälligst gerade. Ich glaube, die haben mich schon gesehen. Lauf gefälligst gerade. Das war's. Besser, ich verschwinde. Ups. Ja. Große Nummer. Eigentlich wollte ich jetzt nicht kämpfen, aber gut. Ich habe gerade noch, ich glaube, eine legendäre Waffe eingesammelt. Der Rasierer. Gut. Kommt darauf an, wie man das sehen will. Hier hast du die strategischen Pläne der Kleriker. Danke, das wird mich ein ganz großes Stück nach vorne bringen. Sehr gern. Gern geschehen. Die Kleriker sind Menschenfreunde und haben eine sehr große Empathie. Das macht sie empfänglich für viele Dinge, die uns Alps verwehrt bleiben. Es hat viel mit Intuition zu tun. Sie lässt viele Handlungen für uns Alps sehr irrational erscheinen. Doch aus meiner heutigen Sicht sind sie das nicht. Wir können immer noch von unseren Brüdern und Schwestern lernen. Verstehe. Was wirst du als nächstes tun? Nach der Auswertung der Klerikerpläne schauen wir uns die Morkons näher an. Frag mich später noch einmal, wenn ich soweit bin. So. Dann gucken wir uns doch erstmal die Waffe an, die wir hier gerade aufgesammelt haben. Der Rasierer. 131 Feuerschaden. Okay. Ist leider ein bisschen schwächer als das Buttermesser, was wir gerade haben. Ja. Nun gut, dann behalten wir natürlich das Buttermesser.
Sehe ich da hinten einen Teleporter oder nicht? Na komm. Ne, war kein Teleporter. Nun gut. Okay, macht ordentlich Schaden. Die Klütte. Zack. Noch ein bisschen verbessern. Du meinst das Schwert, Joey? Das kannst du nicht verbessern. Du kannst, das Einzige, was du machen kannst, sind die einzelnen Sockel nochmal zu befüllen. Die bringen aber nicht direkt einen Schadensoutput. Das heißt, das, was du als Schaden angegeben bekommst, kannst du nur über die Attribute wie Stärke zum Beispiel, da kriegst du jeweils bei 5 dieser Posten hier kriegst du einen Nahkampfschaden-Bonus von 1, was jetzt nicht weltbewegend ist, und du kannst die Fähigkeiten hochpunkten, also zum Beispiel jetzt Nahkampfwaffen könntest du auf 5 bringen, dann bekommst du anstatt 10 auf der Stufe 1, bekommst du insgesamt 50 Punkte obendrauf. Und viel mehr gibt es dann auch nicht. Also sprich, die eigentliche Waffe, das eigentliche Buttermesser macht aktuell 116 Schaden plus 40 Punkte obendrauf plus den Nahkampfschaden von 11, den wir noch obendrauf legen. Ja. Genau, also die Waffen per se kannst du leider nicht verbessern. Das wäre natürlich geil, aber ich glaube, dann wäre das, sagen wir mal, sehr schnell sehr overpowered. Da kenne ich mich gut genug. Ich würde mich dann ransetzen, würde sofort anfangen, die Waffen hoch zu pushen. Und wahrscheinlich hätte ich dann bei den meisten Monstern sofort einen One-Hit. Gut. Wir haben ja jetzt die Aufgabe, die Skyans wegzublasen. Hier, die hier war's. Ich glaube, die sollten wir uns jetzt dann auch so langsam mal vorknöpfen, die guten. Das heißt, wir... Nee, Gott sei Dank. Also, die Waffen, beziehungsweise generell die Sachen, die du trägst, gehen nicht kaputt. Haltbarkeit ist nicht mit drin. Gott sei Dank. Aber wäre natürlich für manche Situationen auch gar nicht so doof. So, hier haben wir noch ein bisschen was zu sammeln. Joa, gut. Dann sollten wir die Jungs hier mal ausdünnen. Also diese eine Meldung, dass ich keine Ausdauer mit einem Schild regeneriere, ist mega nervig. Ich hoffe, dass das jetzt irgendwann mal aufhört. So, hier haben wir noch ein bisschen was einzusammeln. Aber da kümmern wir uns drum, sobald wir hier die ganzen Leute weggeboostet haben.
Teleporter-Fertigkeiten, die die haben, die ist wirklich nervig. Ja. Das hat ja gesessen hier. Da ist ein Kurator oder irgendwas mit bei. Die sind ein bisschen unangenehmer, die Jungs. Zu viel auf einmal gewollt. Ja, die Kuratoren sind in jedem Fall eine ganz andere Hausnummer. Die machen richtig Bums. Aber dafür haben wir ja unser Schild.
So, ich glaube, wir haben jetzt hier noch ein oder zwei von den Jungs. Und dann war's das. Ist in jedem Fall leichter bisher als gedacht. Hast du nicht eine Waffe oder irgendwas fallen lassen, Meister? Scheinbar nicht. Nun gut. Er hat einfach mit blanken Fäusten gekämpft. Manipulieren Gerätschaften unserer alten Welt. Wer weiß, was sie damit anstellen, wenn wir sie nicht daran hindern. Okay, hier gibt's nichts zu tun. Alles klar. Dann gehen wir doch mal zurück zur Grotte und geben beim Viktor die Aufgabe ab.